Hey, hallo, hier ist euer Marc von Headgame LP und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Minecraft. Heute mal mit Zoatix Fenwa Texture Pack, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten das letzte Mal hier die Farm abgefarmt und da habe ich den Rest offscreen gemacht. Und jetzt habe ich hier noch gerade gesehen, hier fehlt noch was. Super, machen wir dran, perfekt. Es kam ja jetzt die ganze Woche, müsste sein, kein Video. Und das lag einfach daran, dass ich keine Zeit hatte, weil ich erst so spät nach Hause gekommen bin. Und dann hatte ich manchmal auch sogar noch Fahrschule und so. Und dann bin ich ja so um 19 Uhr an PC und das lohnt sich ehrlich gesagt dann nicht, dann noch irgendwas aufzunehmen, weil macht dann auch keinen Spaß, wenn man das einfach nur so macht, weil man es muss. Weil ich versuche ja immer so zu sagen, ich mache das nur, wenn es mir Spaß macht und das möchte ich auch beibehalten und entschuldigt echt dafür, Leute, dass dass da, wie gesagt, so wenig kam, aber ja, ist halt einfach so. Ich kann es im Endeffekt jetzt auch nicht ändern, ist halt alles Vergangenheit, ne? Weiß ich nicht, wie das nächste Woche sein wird, da habe ich auch nochmal Fahrschule, bald bin ich mit der Theorie fertig. Fertig, klar. Und das bedeutet, dass ich auch mehr Zeit habe wieder abends und das könnte vielleicht dann wieder so eine Wendung sein. Ich baue noch ein bisschen Essen und dann gehen wir mal kurz zum Abonnententempel. Guck mal ein bisschen was nach, ne, ob da immer noch alles aktuell ist. Und ich wollte vorhin meine Welt mit Schnee befreien, aber das hat nicht ganz funktioniert. Einfach aus dem... Moment mal, das ist auch voll effektiv. Einfach aus dem Grund, weil ich wusste jetzt nicht, wie ich World Edit darauf packe. Weil mit World Edit würde ich das gerne machen. So, warte mal, ich mach das hier mal eben kurz weg. Ja, das war ja klar, dass der jetzt alles hier versaut. So. Alter, willst du mich verarschen? Ja, okay, so könnte es gehen. Und das lag halt einfach daran, dass ich World Edit nicht drauf bekommen habe. Und auf einen lokalen Server ging auch irgendwie nicht, weil da die Spielerdateien irgendwie beschädigt waren oder so. Ach, keine Ahnung, was da los war. Also, deswegen habe ich im Moment noch keine Möglichkeit, das leider vom Schnee zu befreien, was ich aber gerne machen würde, weil Winter ist vorbei. Zumindest bei uns. In den USA ist es jetzt tiefster Winter. Zumindest schaue ich ja immer so YouTuber, die im Nordwesten wohnen. Gar nicht mal so hoch im Norden, ne? Also, man kann natürlich sagen, ja gut, im Norden ist ja sowieso immer, aber die wohnen gar nicht so hoch im Norden. Und da ist auch richtig hart Schnee. Also, da kann man kaum stehen, sozusagen, so ist es. Und, deswegen ist noch eigentlich Winter angesagt, aber halt nicht mehr hier und deswegen soll in der Minecraft-Welt natürlich auch der Schnee ein bisschen weggehen. Ich habe auch vorhin probiert, alles mal manuell ein bisschen zu beseitigen, aber das ist einfach blöd, weil es ewig dauert. Und hier ist irgendwo ein Skelett versteckt, ich höre es doch die ganze Zeit. Wo denn? Wo denn, mein Lieber? Ach, keine Ahnung. Ja, es ist Samstagmorgen und da habe ich mir gedacht, nee, machst du das mal eben schnell, bevor du gleich los musst. Ich gehe nämlich gleich zum Friseur, ja. Easy peasy. Und ja, auf zum Abonnententempel würde ich sagen. Ich hatte dem letzt noch die Idee, ob ich nicht mal ein bisschen CSGO aufnehme, weil wir spielen das im Moment fast jeden Abend und das würde sich natürlich anbieten, dann kann ich ja direkt da was produzieren, während wir zocken. Also das ist halt irgendwie so, eigentlich so ideal, dass wenn man gerade sowieso spielt, dann kann man es ja sowieso mal aufnehmen, wieso nicht, ne? Und ja, kann man ja mal ausprobieren, mal sehen, wie es bei euch ankommt und dann gucken wir mal vorab. Wir sind nicht die Überpros, ja, wir spielen das meistens nur zum Spaß. Ich war mal MGE, wenn euch das was sagt. Nicht MGE, was laber ich? Doch, ich war MGE, glaube ich. Kann sein. Und bin jetzt runter, wegen dem neuen Update, genau, auf Gold Nova 2. Das ist schon ein bisschen bitter, aber ist mir sowas von scheißegal, weil die Ranks ist eigentlich nur, ja wow, ein Icon, was eigentlich nichts über den Skill aussagt, würde ich mal sagen. Also da könnt ihr euch mal ein Video von 3Clicks Philipp reinziehen, der erklärt das ganz gut, warum das eigentlich nur so ein Icon ist, was eigentlich nichts repräsentiert. Aber wie gesagt, das neue Update hat halt alles so ein bisschen umgekehrt. Lost Race, ja, könnte man auch noch sagen, das Pixel MC German eigentlich nicht mehr. Hansi HD auf jeden Fall, Rapide sowieso, Labertasche auch eigentlich nicht mehr, K-Sock auch, den können wir noch behalten. Er hat halt letztens mal wieder was kommentiert, sehr interessant. Jan sowieso, Surfcore, ja, vielleicht auch, der heißt mittlerweile aber anders. Nils vielleicht, der guckt immer meine Singleplayer-Folgen nicht. Casey auf jeden Fall und Alex auch, ja, können wir da lassen.
By the way, genau. Das Geheimwort dieser Folge, also das, was ihr im Kommentar erwähnen sollt, ich erkläre es nochmal für die neuen Zuschauer, obwohl ich keine habe, lautet, was machen wir denn da mal? Was machen wir denn da mal? Boah, jetzt muss ich jetzt was richtig was raushauen, ne? Ach komm, ich überleg's mir noch für den Rest der Folge. Wetten, ich vergiss das sowieso, aber gut. So, Leute, haben wir hier... Was haben wir denn hier alles gemacht letzte Folge? Wir haben diese Fenster eingebaut, dass sie symmetrisch sind. Wir haben hier die Fenster eingebaut, dass sie auch richtig sind. Wir haben hier Fenster. Na, komm. Ja, das haben wir. Und wir haben hier Fenster. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt so im Nachhinein finde ich dieses Fenster gar nicht mal so schön. Ich guck mal eben, wie das von innen aussieht. Und ob wir da von unten auch noch was machen können. Ob wir da auch noch mal welche hinplacen können. Wir haben noch ein bisschen was. Ach, guck mal, hier waren wir ja. Hier ist es ja. Und hier müssen wir dann was hinplacen. Also irgendwie, nee, das funktioniert nicht. Egal, dann können wir halt nur auf einer Ebene machen. Ja doch, stimmt. Ja gut, von innen sieht es eigentlich relativ okay aus, aber vielleicht machen wir auch noch einfach einen hier hin. Und dann können wir so. Nein, scheiße. Warte, ich habe extra meine Behutsamkeit. So. Das hier wollte ich dahin tun. So. Genau. Das sieht aber gut aus, finde ich. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, weil es halt alles oben bis zu einer Stelle geht. Hier, der Raum ist mittlerweile auch ein bisschen eingerichtet, sage ich mal. Also hier die Ecke auf jeden Fall. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Haben wir noch ein bisschen... Wir können aber ein bisschen Boden auslegen. Hier haben wir noch... Es gibt doch jetzt diese Böden da, die man craften kann. Gucken wir mal eben, ob wir das schnell machen können. So. Wir haben ja noch genug Wolle, glaube ich, in der Wollekiste. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber eigentlich schon. Ja, guck mal, das Plenty of Wool, ja. Ja, eigentlich haben wir ja nur Rot als Akzentfarbe. Wie viel mache ich denn jetzt davon? Ach komm, ich mache erstmal 9. Gucken wir mal, wo wir die alle hin tun. Den Red Carpet, lol, roter Teppich. Da laufen dann die Stars, wisst ihr? Da laufen dann die richtig harten Stars. Die ficken alle weg. So, hier natürlich nichts, ne? Das ist Prioritäts-Area. Aber hier, so, wo packt man es am besten hin? Das ist den Raum betont, ja? Das ist natürlich ein bisschen schwer. Vielleicht so. Vielleicht so. Aber im Endeffekt kann man das nie genau sagen. Jetzt müssen wir natürlich am besten mal gucken mit Shader, finde ich. Welchen nehme ich denn da immer? Ich glaube, ich nehme den hier. Oder habe ich immer den Medium genommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Komm schon, mach bitte. Bitte mach! So, und Old Lighting müssen wir anmachen. Weil ich das so total hässlich finde, das neue Lighting. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst das, danke. So, Alter, wie langsam man auf einmal ist. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der mir das auffällt, aber ich habe immer das Gefühl, man ist viel langsamer, nachdem man das gemacht hat. Komisch. Alter, yo. Der Shader übertreibt ja nur gering, ne? Ich verstehe sowieso nicht. Also, ich bin immer noch total... Alter, was ist denn los mit mir? Ich bin immer total verwirrt mit den FPS in Minecraft. Es liegt ja anscheinend nicht an meinem PC, sondern... Ich habe vielleicht irgendwas falsch konfiguriert, das kann auch sein. Oder ich habe einfach Java-Probleme. Denn 60 FPS, ja, oder ohne, ich habe ohne Dings, ohne Shader, habe ich nur 114 FPS, was total, das passt einfach nicht zu meinem PC. Ihr seht es da oben rechts, 89 und die 75820. Ich bitte euch. Ich verstehe jetzt einfach nicht, was bei mir falsch läuft da. Das ist ein bisschen traurig, weil ich hätte gerne mehr, weil es deutlich einfacher wäre, so aufzunehmen. So könnt ihr mal mit anderen Programmen aufnehmen. Aber, nee, es macht es irgendwie nicht. Ich mache jetzt hier einen Tisch hin, habe ich mir überlegt. Wir machen uns hier so einen Gabentisch. Gabentisch, ja. Gabentisch, ja. Ist ja auch Weihnachten. Wir machen uns jetzt hier so einen Tisch hin, wo wir jetzt schön was hinpflanzen können. Ich muss nur eben gucken, wie man die Dingens macht. Nee, andersrum, ne? Oh, ich finde das so scheiße, das neue Zaunrezept. Nur wie viel? Wir machen wahrscheinlich nur so bis hierhin. Brauchen wir noch ein bisschen. Mal sehen, wie viel wir noch haben. Ach so, ach gut. So. 10. Das war wieder falsch, ne? Ja. Sehr kompetent mal wieder. Nee, das ist jetzt falsch. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt aber.
Okay, ich nehme alles wieder zurück. So. 9. Komm, das geht. Wir hatten zwar, glaube ich, noch was in der Kiste. Aber ist egal. Und jetzt brauchen wir nämlich noch. Wow, ich brauche neues Holz. Das ist echt erbärmlich. Ah, doch, hier haben wir noch was. Okay. Genau. Da brauche ich jetzt einige von. Nicht von denen, sondern von diesen Platten. Aber die sahen voll groß aus gerade. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. 5. Ich weiß nicht, wie viel wir da jetzt reingepackt haben. Ist auch ein bisschen dunkel hier. Müssen wir auch gleich mal machen. Komm, dann brauchen wir jetzt noch 3. Bam, bam, bam. Inneneinrichtung hier. Bam, bam, bam. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Licht hier, finde ich, weil ohne das geht ja gar nichts. So. Ja, sieht doch gut, ganz okay aus. Vielleicht machen wir noch so einen Deckenleuchter nach unten. Den machen wir auch mal ein bisschen mit Zaun. Aber da wir hier unsymmetrisch sind quasi, können wir das einfach nur. Das sieht dann echt nicht so toll aus, aber es gibt im Moment keine andere Möglichkeit. Vielleicht machen wir da einen Stone hin, vielleicht. Ich weiß nicht. Am besten nehmen wir holen uns mal Glowstone im Nether. Das wäre, glaube ich, die sinnvollste Variante, wenn wir uns mal bald Glowstone ein bisschen holen. Und dann mache ich direkt hier, guck mal, hier kann man so schön ein abendliches Dinner machen, finde ich. Machen wir hier mal direkt die Stairs hin. Jetzt haben wir natürlich, müssen wir natürlich Holz machen. Also ich bin so aufgeschmissen ohne Inventory Tweaks. Ohne Witz, ich finde nichts mehr. Das ist so komisch. Wenn mein Inventar nicht geordnet ist, ist einfach Kacke. So, haben wir noch welche rein? So. Wir machen uns mal ein bisschen Liebe zum Detail, ja. Das mache ich sehr selten in Minecraft. Ich mache immer nur das Gröbste und auf Innenraum habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Aber heute ist Ausnahme, heute ist Samstag, heute hat man Zeit dafür. Ich weiß zwar nicht, mit wem ich hier im Endeffekt essen soll, weil ich bin ja eigentlich nur alleine, aber gut. Wir schwammen drüber mal, ne? Wir schwammen mal drüber. So. Machen wir den noch und dann brauchen wir noch einen Alter für jeden einzelnen Scheiß. So. Bam. Bam. So, ich werde jetzt mal hier den ganzen Müll reinpacken, den ich jetzt gerade nicht brauche. Dazu gehört das hier, den Red Carpet. Wobei den Carpet würde ich gerne in die Hauptkiste wieder tun. Für die Wolle. 1 Schild. Also ich kann alles mitnehmen, ne? Ich packe das mal alles in den Kistenraum. Pack's mal dahin, wo es eigentlich hingehört. Vielleicht können wir hier noch ein Red Carpet machen. Machen wir hier auch mal so einen Teppich mitten in den Raum. Wir haben es doch. Gut, dann müssen wir den gar nicht mehr einsortieren. Das ist auch ein Vorteil. Hier können wir noch eine Fackel hinmachen. Hier auch. Damit es alles ein bisschen heller ist. Ja gut, mit Shaderburg das sowieso ein bisschen dunkler, aber ist ja auch egal. Wir können es ja trotzdem heller machen dann. Ist ja nicht schlimm. Es darf nur nicht passieren, dass die FPS unter 50 sinkt, weil dann habe ich ein Problem. Dann leckt es nämlich für euch gehörlich. Weil OBS damit nicht klarkommt, wenn auf einmal die FPS runter sinkt unter dem Limit. Oh, geil. So, sieht aber ganz gut aus. Stone. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt müssen wir einsortieren, habe ich ja gesagt. Steinsachen. Hier kommt ein bisschen Kabel rein. Meine Behutsamkeit muss ich mal raustun. Kondensack können wir auch noch reintun. Den Stone können wir auch noch reintun. Dann in die Wollekiste packen wir die ganzen Sachen wieder. In die Holzkiste kommt das hier und das hier und das hier. Und das hier, Glas haben wir hier hinten. Übrigens habe ich mich entschieden dazu unbedingt alles weiterzumachen, weil ich habe schon mal überlegt aufzuhören komplett. Alles weiterzumachen, bis ich die 200. Folge erreicht habe. Weil die 200. Folge ist dann doch sowas wie so ein kleines Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen will. Wo ich auch ein bisschen stolz auf mich sein kann, dass ich das so lange durchgehalten habe. Und 200 Folgen möchte ich halt schon schaffen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe, also gut, ich habe das vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich möchte nicht komplett aufhören. Aber ich weiß nicht. Ist halt irgendwie Luft raus, ne? Nach so vielen Jahren, die man jetzt YouTube gemacht hat, ist halt irgendwann auch. Vielleicht können das ja die einen oder anderen verstehen. Die Luft raus. Und das ist halt einfach so das Problem, so ein bisschen. Ich will aber nicht schon wieder jammern, weil ich jammer genug. Habe ich eigentlich ein Netherportal? Jetzt mal ohne Scheiß. Habe ich ein Netherportal? Waren wir schon mal im Nether? Oh, ich will da nochmal runter. Da möchte ich nochmal runter. Hier haben wir damals Stein gefarmt. Ist hier Kohle? Ey, das ist gut. Wieso habe ich die denn nicht abgebaut? Also, wir brauchen Kohle. Und wie? Kohle ist immer gut. Alter, ich baue einfach die Kohle nicht ab. Okay.
Why not, ne? Einfach mal Kohle liegen lassen. Und der Timer ist vorbei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es hat jetzt ein bisschen kürzer gedauert, als ich gedacht habe. Das würde ich sagen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Euer Marc von Headgame LP. Und wir sehen uns. Tschüss. Ach, Moment. Das Geheimwort. Das Geheimwort ist Erbsensuppe. Viel Spaß.